der Täter nach Angaben der Polizei wahrscheinlich die Waffe erreicht hat, soll Täter wahrscheinlich die Waffe erreicht haben. Nashville 6 Menschen in der Bibelschule getötet. Dies ist über den Schützen bekannt. Die Covenant School selbst soll mit ihr 13 oder in Hale Twitter mit ihr besucht haben. Ein Manifest wurde gefunden. Der Inhalt wurde noch nicht veröffentlicht. Abteilung deshalb hat der Schütze 3 Kinder und 3 Erwachsene in Nashville getötet. Die Polizei kündigt auf der Medienkonferenz an, dass die Geschlechtsidentität von Audrey Hale transsexuell sei. Der 28-Jährige wurde von der Polizei erschossen. Die Vereinigten Staaten sind erneut durch eine Gewalt in einer Schule erschüttert. Der mit 2 halbautomatischen Gewehren bewaffnete Schütze und eine Pistole wurden schliesslich von eingehenden Polizisten erschossen. Schütz soll sich gegen die Schule ärgern. Die Polizei kündigt auf der Medienkonferenz an, dass die Geschlechtsidentität von Audrey Hale transsexuell sei, ohne Details zu geben. Das Motiv des Täters bleibt zunächst unklar. Bei der Polizei war es eine 28-jährige Frau und eine Transperson namens Audrey Hale. Der Polizeichef aus Nashville, John Drake, sagte, sie hätte den Groll gegen die Schule umarmt, sie sich einmal besucht habe. Hale wurde mit dem biologischen Geschlecht einer Frau geboren. Laut einem LinkedIn-Profil soll die Person Pronomen verwenden, was darauf hinweisen soll, dass Hale als Mann gelebt hat. Die britische Daily Mail berichtet, während der Durchsuchung ihres Hauses wurde ein Manifest entdeckt, wonach die 28-Jährige offenbar andere Ziele angreifen wollte. Es wurde auch ein Plan gefunden, auf dem die Eingänge zur Schule gezogen wurden, ebenso wie verschiedene Dokumente, sagte Drake. Die Funde konnten darauf hinweisen, dass das Verbrechen von einer langen Hand geplant wurde. Die Petition war stark bewaffnet, die Polizei kam zum Angreifer und schoss sie mit einer Feuerschlacht. Tötete 3 Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren, der Schütze war um 10, 27 tot, sagt Aro. Ein Polizist wurde an der Hand verletzt. Der 28-Jährige hat 3 Kinder zwischen 8, 9 und 3 Erwachsene zwischen 60 und 60 Jahren getötet. Die Opfer waren anscheinend die Schulleiterin. Während des Angriffs gelang es einer Lehrerin, ihre Tochter zu nennen. Sie erzählte mir, dass sie sich in einem Schrank versteckt hat und überall erschossen wurde, sagt ihre Tochter Averi Mürig zu WSMV 4 für ihre Kinder, die in Sicherheit in Kirche gebracht worden waren. Präsident Biden dankte der Polizei für ihre schnelle Intervention, beklagt sich jedoch gleichzeitig über die grosse Anzahl von Schusswaffenangriffen in den Vereinigten Staaten. Es ist nur krank, sagte Biden im Weißen Haus. Es reißt unsere Gemeinde, zerreißt es, runterzutritt, runterreibt, niederschlägt sich nieder, zerreißt, löscht es, niederzureißen, Seele der Nation. Wie bereits nach früheren Schusswaffenangriffen forderte der Präsident, dass sich die Waffe fest verschärft. Waffenreitstreit in die nächste Runde geht, seine Sprecherin Karine Jean-Pierre fordert die Oppositionsrepublikaner auf, ihren Widerstand gegen ein Verbot semiautomatischer Gewehre aufzugeben. Wir müssen etwas tun. In den USA sind tödliche Schusswaffenangriffe regelmäßig betroffen. Mehr schossen 18-Jähriger 19 Kinder und 2 Lehrer in einer Grundschule in der kleinen texanischen Stadt Uvalde das Waffengesetz. Das Waffengesetz ist ein sehr umstrittenes Thema in den USA. In dem Land, in dem das Recht auf Waffenbesitz in der Verfassung verankert ist, gibt es Schätzungen mehr als 393 Millionen Schusswaffen im Besitz der Bevölkerung, 100 Einwohner.